Nässe von oben. Die gab es diesen Sommer leider reichlich. So musste jetzt auch die Birnenernte am Bodensee im Regen starten. Gut eingepackt und trotzdem eingeweicht, erntet Familie Schweizer mit ihren Helfern hier die ersten Williams-Christbirnen. Aber nicht nur die Birnen müssen in diesem Jahr vergleichsweise früh vom Baum. Wir sind dieses Jahr extrem früh dran. Hat schon angefangen mit einem schwachen Winter. Dann das Frühjahr war generell sehr früh, sehr warm. Es hat früh geblüht. Und dann war der Sommer eher mittelmäßig, würde ich mal sagen, egal ob bei unserer Arbeit oder auch in der Freizeit. Es waren keine richtig heiße Phasen, sondern nur ganz kurzfristig. Aber für die Früchte eigentlich ein sehr gutes Jahr. Es hat genügend Feuchtigkeit gehabt, was sehr wichtig ist, und dann auch wieder die Wärme. Und wir sehen jetzt einer richtig guten Ernte entgegen und freuen uns jetzt eigentlich auch drauf. Auch für Bio-Winzerin Theresa Teufel ist das Jahr gut gelaufen. Zumindest bis jetzt. Ihre Trauben brauchen aber noch eine ganze Weile, bis sie wirklich reif sind. Bis dahin hofft sie auf das passende Wetter. Wir werden dieses Jahr früher sein. Ich gehe schon von Mitte, Ende September mit den ersten Sorten mit dem Beginn der Ernte aus. Aber ich denke, wir sollten trotzdem damit rechnen, dass wir im Oktober auch noch was ernten. Und da haben wir ja eigentlich noch 6-7 Wochen. Und das wäre jetzt dann schon unser ideales Wetter und vielleicht etwas weniger Regen als in der letzten Zeit. Die Obstbauern am Bodensee fürchten nun vor allem Unwetter. Denn Hagelschäden könnten den Ertrag doch noch dezimieren. Deshalb heißt es jetzt, Ernte einfahren, egal bei welchem Wetter. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.